Hi, willkommen zu einem weiteren Part von FIFA 18 für die Nintendo Switch. Wir spielen heute gegen Braunschweig. Haben wir nicht schon mal gegen die gespielt? Spielen wir gerade schon irgendwie, ich weiß nicht. Ist das schon die Rückrunde? Oder hat es schon im letzten Part mit der Rückrunde angefangen? Schön, dass das so gehandhabt, schön, dass das so gezeigt wird, ne? Sag mal, gegen wen haben wir nochmal gespielt? Gegen wen haben wir nochmal gespielt? Hä? Gegen wen? Ah, es war Nürnberg, ja. Ich weiß nicht. Rückrunde sollte jetzt langsam anfangen. Keine Ahnung. Schön, dass das Spiel uns das sagt. Nice. So, ne? Und das, oh mein Gott, guckt euch mal den deutschen Pokal an. Oh nein. Oh nein, das 16. Finale geht anscheinend schon los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Das 16. Finale und wir müssen gegen Bayern ran. Irgendwann. Ich weiß nicht wann, aber okay. Na gut. In Ordnung. Das Team der Woche. Eihahn ist drin. Ja, und das war's auch erstmal. Ja gut, ein Düsseldorfer. Ja, juckt mich nicht. Gut. Wir spielen auswärts gegen Braunschweig. Ich weiß gerade gar nicht so genau, wie Braunschweig so drauf ist. Keine Ahnung hier. Also ich glaube, die sind irgendwie... ich weiß nicht. Ich glaube, die stehen in der Tabelle gar nicht so schlecht da. Deswegen wird es umso schwerer, sie zu besiegen. Wahrscheinlich. Also es kann sein, dass sie irgendwie auf einem zweiten, dritten, vierten Platz oder so sind. Also sie sind schon ganz gut aufgestellt. Daran kann ich mich erinnern. Ja, wir spielen auswärts gegen sie. Auswärts gegen Braunschweig. Auf geht's. Nicht aus geht's. Wir sehen so ein bisschen aus wie Brasilien, kann das sein? Gerade wenn ich da den dunkelhäutigen Spieler sehe. Dessen Namen ich nicht kenne. Wenn er halt nicht laufen will durch den Steilpass, dann kann ich da auch nichts gegen machen. Der hat schon ein bisschen was von Brasilien, Alter. Was ist denn da los? Also wenn die heute spielerisch genau das zeigen, was Brasilien drauf hat, dann gute Nacht. Dann, bye. Ich sehe es wieder kommen, dass Hennings, ja, schön für dich. Dass Hennings links und, ja, genau so. Wir lassen es jetzt aber erstmal so. Es ist jetzt egal. Vielleicht ist es ja sogar besser für uns. Ich habe gepasst. Aber gut. Können sich da nur zu 10 reinstellen. Es geht halt nicht anders, ne? Können es halt auch nicht anders, ne? Können sich auch nur zu 10 reinstellen, ne? In einen Schuss reinwerfen. Hauptsache, der geht nicht rein. Ich habe das Gefühl, das Spiel wird heute wieder nicht gönnen. Ja, schade. Ja, was soll ich sonst machen? Gerade komme ich da relativ schlecht durch. Durch die Abwehr, weil... ihr seht, wie die stehen, ne? Alle auf einem Haufen. Da findest du keine Lücke. Ja, das war wieder mal, ne? Ja, ist okay. Ja, ja. Genau. Danke für diesen Ball. Das war kein Foul, ne? Das war kein Foul, ne? Nein, 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 war es nicht, ne? Umgestoßen, aber war kein Foul, ne? Nee, 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 nee. Egal. Ihr habt zwar den Brasilien-Skin, aber wir haben den Deutschland-Skin. Und das war ein sehr schöner Pfostenschuss. Etwas weiter links und er wäre reingegangen. Schade. Eieiei.
Oh, wie, die stehen so eng drin, Alter. Ja. Ja, es dribbelt wieder 10 Jahre. Ja, genau, jetzt dribbelt wieder 10 Jahre rum. Ja, es ist okay. Ist okay. Ne? Ja, stehen ja auch zu 10 da drin. Da ist halt nichts zu machen. Aber wir haben einen Eckball und das könnte. Ja. Stehe halt zu 10 da drin, da ist nichts zu machen, ne? Da geht der Ball auch nicht einmal durch. Ja, schieß raus, du kleine Puss, ne? Kannst ja auch nichts anderes, ne? Anders könnt ihr auch nicht verteidigen, außer rausschießen, ne? Da zeigen sich halt die spielerischen Qualitäten, ne? Ja, ist okay. Ja, weißt du, ach. Da kommst du halt nicht durch. Da stehen halt 10 Braunschweiger drin. Gefühlt so. Da ist nichts gegen zu machen. Ja, Samson, guckt euch mal den Dunkelhäutigen an. Alter, Samson, kannst du dich zurück in die Sesamstraße begeben, ey. Du kannst in die Tonne gehen. Wie heißt der nochmal, der Typ, der in die Tonne gegangen ist? Kann sich mal in die Eistonne legen in der Sesamstraße. Schwein. Ach. Es ist halt so, ne? Also. Ach. Willst du mich verarschen? Ja. Ne? Ich wollte gerade sagen, guckt der mich an. Ich hoffe, Hennings geht's gut. Der kann nicht nochmal ausfallen, Alter. Hör auf. Dann lass den Scheiß. Ich wollte es direkt probieren, weil, keine Ahnung, ich wusste nicht, ob der Ball ankommt. Oder wollte ich halt direkt einen Schuss machen, bevor dann, keine Ahnung. Ich dachte halt, der geht auf den Spieler, aber nein, dann wird natürlich, ne? Selbstverständlich nicht. Der sieht aber gut aus! Das war Abseits. Vor allem, wie knapp war das denn bitte? Der links von uns, ja? Wie knapp war der bitte vor uns? Ach, deine Mutter, Alter. Ich wollte gerade sagen. Ja, das war's dann wohl. Schade. Wir kriegen aber noch eine Ecke. Wir kriegen noch eine Ecke. Ja, gut. Ist leider nichts zu machen. Da ist leider nichts zu machen. Das Spiel gönnt wieder mal überhaupt nicht. Aber es ist ja auch ein Spitzenspiel. Was willst du da auch anderes erwarten? Natürlich geht Ingolstadt in Führung. Deine Mom geht auch in Führung. Ist klar. Ja, also, es ist halt ein Spitzenspiel. Das, was man von einem Spitzenspiel erwartet. Na? So, aber ich würde sagen, Usami bekommt seine Chance. Ich weiß jetzt nicht, ob wir vor dem Anstoß nochmal kurz wechseln können. Ja, Usami bekommt nach mehreren Monaten seinen ersten Auftritt. Mal gucken, wie er sich so präsentiert. Er ist ja von den Werten her der beste Spieler auf dem Platz. Besser als Rensing sogar noch. Ich meine sogar, ich glaube sogar, dass das Rensing sogar von den Werten her abgebaut hat. Ich glaube, damals, als er noch bei Bayern war, war er viel besser. Jetzt natürlich so, zweite Bundesliga wurde er ein bisschen schlechter gemaked. Aber da kann sich Usami ja heute mal präsentieren. Ob er gegen Raman vielleicht, naja, ein scharfer Konkurrent ist. Wer weiß. Vor allem, warum geht mein Spieler da nicht ran? Warum bleibt er denn da stehen wie so ein Spasti? Ich verstehe das nicht. Ja gut, da stehen sie halt wieder zu 10 drin. Da ist da wieder nichts zu machen. Da ist da wieder nichts zu machen, wenn man drin, zu 10 drin steht. Wenn man seine
Aufstellung auf total. Willst du mich eigentlich? Verdient, du Misshit! Da hast du dein scheiß Gedribbel! Ha! Du Misshit! Ja! Perfekt, ey! Verdient! Verdient! Ja, ja, rumgedribbelt. Ja, ja, und jetzt hat sich das einmal gerecht. Einmal! Ha! Gerechtigkeit, Alter! Justice! So ist das! Da habe ich den Fehler eiskalt genutzt. So eiskalt, ne? Ist mir egal. Was juckt mich das denn? Trotzdem jetzt aufpassen hier. Auf einmal kommen sie wieder dran, so. Das ist, ja. Sobald der Führungstreffer da ist, keine Ahnung. Fangen die irgendwie an auszurasten. Ich habe gepasst, aber okay, ne? Aber okay, ne? Ich habe zwar gepasst, aber in Ordnung, ne? Es ist in Ordnung, ne? Ja, ja, dann verlieren wir den Ball. Ist okay, ne? Ja, ja, ist okay, ne? Nicht mal flanken kannst du, weil die sich da so reinstellen wie Missgeburten. Nicht mal reinflanken kannst du da. So, das Spiel gönnt dir gar nichts. So willst du mich eigentlich? Wie kann man denn nur so tief drinstehen, weißt du? Und dann, weißt du, es kann halt nicht sein. Es ist halt schlecht so. Wie kann man denn 10 Verteidiger da drin stehen lassen, Mann? Yes! Tja! 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 Perfekt, Mann. Perfekt. Ah, pure Gönnung. Purste, purste Gönnung. Und damit ist das provisorische 2-0 wieder mal gemacht. So muss das sein. Ja, und dann, ja. Weißt du, dann kriegst du den Ball oder verlierst ihn direkt wieder. Was soll ich denn sonst machen? So, ich komme ja anders nicht rein. So, ich kann da drin nicht passen. Ich muss es allein probieren. Ja, und dann sowas. Na, also, ich krieg das halt nicht, ne? Es will halt nicht, weil die halt so tief drinstehen, diese Misshits. Ja. Ja, 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 genau. Ist aber wieder mal kein Foul, ne? Ist aber mal wieder kein Foul, ne? Ist halt kein Foul, ne? Nee, warum sollte es auch kein Foul sein, ne? Das ist mal wieder klar, ne? Das ist mal wieder richtig gut, ne? Ja, jetzt trippelt er wieder 10 Jahre rum. Ja, 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 genau. Ja. Ups. Wir lassen mal den Vorteil. Bevor wir hier noch eine Karte kassieren. Hui, ey, das sah aber knapp aus. Ja, ich meine, keine Ahnung, ne? Wenn er halt so eine Scheiße verzettelt, dann grätsche ich halt rein. So, was soll das denn? Dann hört aber auf, da so rumzutanzen, Mann. Sind halt die ganzen, ne? Wenn die da alle so drin hängen, wie soll ich denn jemals einen Schuss machen, wenn die immer da drin hängen? So, die hängen doch immer so. Ach, das ist doch alles Kacke. Ich habe nicht dahin gepasst, ne? Ist okay, ne? Ist wieder mal in Ordnung, ne? Ich hab doch geschossen! Ich hab doch geschossen! Warum wird das nicht gezählt? Warum wurde das nicht gezählt? Alter, es kotzt mich an! Es ist so schlecht, ne? Es ist einfach so schlecht, ne? Der wollte da... Warte mal kurz. Kann man das denn... Hat man gesehen, dass ich aufgeladen habe? Ich habe aufgeladen. Warum hat der nicht geschossen? Ich check's nicht.
Ach, ist das schlecht, Alter. Naja, ne? Naja, ne? Naja, ne? Ist in Ordnung. Ah, ist das schlecht. Na gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.